sagt der Unternehmer zum Betriebsratsvorsitzenden Meier: Mein lieber Meier, Sie vertreten da in letzter Zeit laufend die Interessen der Arbeiter. Ich denke, Sie sind in der Gewerkschaft. Es stinkt, der Kapitalismus stinkt, er stinkt. Der Kapitalismus stinkt, es stinkt. Der Kapitalismus stinkt und alle riechen es und alle halten sich die Nase zu, statt die Augen aufzumachen und zu sehen, woher der Gestank kommt. Und die Industrie beschließt den Sozialakt, dass ab Freitag bei jedem Arbeiter die Lohntüte nach Kölnisch Wasser riecht, damit es nicht mehr so stinkt. Es stinkt, der Kapitalismus stinkt, er stinkt. Der Kapitalismus stinkt, es stinkt. Der Kapitalismus stinkt und alle riechen es und alle halten sich die Nase zu, statt die Augen aufzumachen und zu sehen, woher der Gestank kommt. Und die SPD beschließt ein Gesetz, das ab 1. an jeder Bundesbürger als Sozialleistung eine Nasenklammer kriegt, damit es nicht mehr so stinkt. Es stinkt, der Kapitalismus stinkt, er stinkt. Der Kapitalismus stinkt, es stinkt. Der Kapitalismus stinkt und alle riechen es und alle halten sich die Nase zu, statt die Augen.